Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu Valheim. Wir sind hier immer noch auf dem Wasser, auf dem Weg zur Insel des Todes. Wind ist so, ja, leicht okay. Nicht schön, nicht schlecht. Eher so mittel okay. Um unser Zeug wiederzuholen. Wir sollten es dann in der Folge doch hoffentlich mal schaffen. Drückt mir die Daumen, dass das klappt. Wir haben noch ganze 65 Pfeile. Inventar ist brechend voll. Die Wurst blinkt zum Glück noch nicht. Wir hauen uns jetzt hier schon mal direkt wieder Futter rein. Dass wir nicht denselben Fehler machen wie beim letzten Mal. Das wäre ganz, ganz schlecht. Ja, und dann mal gucken. Also wir sind eigentlich auf Kurs. Kleines Stück nach rechts können wir noch. Und dann so viele Pfeile abschießen wie geht. Knochenwanst aktivieren. Rauf auf die Insel. Und dann ballern. Anders geht's nicht. Kleines Stück rüber können wir sogar noch. Oh, ich sehe hier schon die ersten Bäume. Ist das schon unsere Insel? Ja, das ist unsere Insel schon. Na gut, der Nebel verzieht sich. Aber ich sehe erstmal noch keine Gegner. Ein kaputtes Floß sehe ich. Ah, das mag ja, das muss ja noch gar nichts heißen. Jetzt kommt der Nebel wieder und ich wette mit euch, in dem Moment, wo wir jetzt ankommen auf der Insel, ist alles voll. Ach, das ist echt Mist mit dem Nebel, weil sonst könnten wir schon ordentlich Pfeile schießen. Die Sache ist, wir sind ja gleich da. Nur sehen tun wir gar nichts. Angst, dass ich jetzt jeden Moment hier draufknalle, aber wohl da vorne leuchten unsere beiden Todespunkte. Ach, Mann. Und dann auch noch so ein Pech beim Wetter, ne? Das ist... Das sieht erstmal gut aus, muss ich sagen. Das sieht verdammt gut aus. Was denn hier los? Kann ich eigentlich nicht glauben, was ich gerade sehe. Keine Gegner auf der Insel. Na, da kommt schon erster Schleimi. Ich glaube, da hinten sehe ich noch einen Twarger, aber ansonsten zwei Schleimis, okay. Können ja erstmal hier draufbleiben. Kriegen wir die denn schon mit unserem Pfeil? Das wäre mir eigentlich ganz lieb. Wo hier gerade echt Ruhe ist auf dem Dings. Komm, wir probieren es einfach. Ich hau jetzt direkt Dings an. So, jetzt müssen wir eigentlich erstmal alles hier rausschmeißen, was geht. Ah, die Rüstung rauswerfen war nicht die schlauste Idee. Moment. Ah, nee, wir müssen uns jetzt erstmal um die hier kümmern. Anders geht's nicht. Ah, ich weiß nicht, was ich zuerst machen soll. Ah, überall Schleimis. Geht weg. Wir haben zumindest Knochenwanst aktiv 4 Minuten. Das müsste uns eigentlich den Arsch retten. Ich hätte ganz gern erstmal die Schleimlinge kaputt, dass wir hier keine Vergiftung reinkriegen. So, wir haben hier zum Glück so ein bisschen Hügel, unter dem wir uns verstecken können vor den Pfeilen. Ist prinzipiell gar nicht so verkehrt. Komm schon, jetzt keine Vergiftung reinkriegen. So, Schleimlinge sind weg. Jetzt geht's auf die Skelette drauf. Bam. Haben wir. Ideal. Geil. Okay, es sieht gut aus. Es sieht verdammt gut aus. Nur wir wissen alle, hier ist nicht lange Ruhe. Auf jeden Fall überhaupt gar nicht lange. So, ich brauche unbedingt hier meine Rüstung. Bam, das weg, das weg. Das drauf, das drauf. Rüstung anziehen. Das weg. Das hin. So, ich muss mich ein bisschen konzentrieren. Ich höre doch schon wieder einen Pfeil. Mir das angebildet? Da hinten ist, glaube ich, noch ein Twarger. So, dann unbedingt meine Waffen. Bam. Einmal das. Kann ich das wieder... Ah, ich kann das auch wieder da reinlegen. Das ist eigentlich auch nicht so verkehrt. So, wir brauchen Edelholz. Wo ist denn das Edelholz hin? Das ist, glaube ich, an dem anderen Ding da drüben. Kann das sein? Wo ist denn der Twarger-Reißzahn? Den haben wir hier. Perfekt. So, was ist denn da drüben noch? Da ist auf jeden Fall noch ein Twarger. Hier ist noch ein Schlundi. Habe ich den getroffen gerade? Erstmal Schlundi weg. Kein Bock auf Vergiftung. Treffe ich natürlich nicht. Ne, Twarger hatte ich nicht getroffen. Schade eigentlich. Wir brauchen unbedingt das Edelholz. Ach, ja, wir müssen es riskieren. Komm, zack, hier rüber. Ah, da kommen die Nächsten. Haben die uns schon gesehen? Ne, noch nicht. Hä, hier ist auch nicht das... Wo ist denn unser Edelholz hin? Verdammt, wir brauchen unbedingt das Edelholz.
Sonst können wir kein Portal bauen. Check grad bloß nicht so ganz, wo das hin sein soll. Ja, das sind doch unsere beiden Todespunkte hier. Die zwei Surtling-Kerne haben wir auf jeden Fall. Die sind da, aber der Rest nicht. Wo ist das Edelholz? Bin ich blind? Normales Holz. Wir haben auch kein Edelholz mehr einstecken. Ah, das ist richtig schlecht. Oder Moment, in der Truhe vielleicht. Ach, ein Glück. Entschuldigung, ich bin irgendwie ganz schön aufgeregt gerade. So, da kommt nämlich auch schon wieder ein Zorngeist. Auf den habe ich gar keinen Bock, ehrlich gesagt. Den getroffen. Boah, geil. Habt ihr es gesehen? So, Portal. Was fehlt denn noch? Die 10 Augen. Wo sind die 10 Augen? Her damit. Hier sind keine Augen. Hier sind keine Augen. Hier sind Augen. So. Ganz schnell. Bam. Haben wir noch 10 Holz? Wir haben noch 10 Holz einstecken. Der ne... Hä? Habe ich ihn doch nicht getroffen? Ah doch, ich habe ihn getroffen, aber er hat noch gelebt. Sah aber eigentlich so aus, als wenn er gestorben wäre. So, wir haben das Ganze... Haben wir das Schlange genannt? Bitte lass das Schlangenportal gewesen sein. Jawohl, perfekt. So, schnell weg. Wir bauen jetzt einfach ganz fix eine Kiste in der Basis. Werfen unseren ganzen Scheiß rein wieder zurück und das machen wir jetzt 2-3 Mal, bis wir unser ganzes Zeug wieder da haben. Zack. Deswegen hatte ich gerade gesagt, ob ich genügend Holz einstecken habe. So, bam. Ach, was mache ich denn? Falsche Taste. So, nee, den Giftwiderstand würde ich nochmal mitnehmen für den Fall der Fälle. Gut, Kiste ist voll. Wir haben aber doch bestimmt... Zack. Na, noch eine geht nicht. Okay. Zack, 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 zack. Weg, fort, weg mit dir. So, ich habe nämlich echt extremst Angst. Nee, nicht Basis. Dass die unser Portal jetzt kaputt machen. Dann müssen wir wieder dahin reisen. Da habe ich ehrlich gesagt gar keinen Bock drauf. Deswegen ganz fix wieder zurück. Gucken, ob hier irgendwas los ist. Ein paar Schlundis am Start. Das war's aber erstmal. So, hier. Alles nehmen, was geht. Perfekt. Neues Bauobjekt. Rübensaat. Hä? Hatten wir doch schon. Oder bin ich gerade doof? Ja, ich kann gerade nicht nachdenken. Wir müssen das jetzt erstmal ganz schnell hier machen. Und dann denke ich da nochmal in Ruhe drüber nach. So, zack, zack, weg damit. Fort. Ah, wir haben auch wieder Würste. Perfekt. Können wir gleich mal eine futtern. Haben wir wieder ein bisschen Holz bekommen. Jawohl, haben wir. So. Und wieder zurück. Ich glaube, wir haben's. Was für ein Krampf. Ah, das ist schon echt irgendwie die krasseste Insel hier. So, jetzt Gegenstände geborgen. Perfekt, wir haben hier noch ein bisschen Zeug. Den Trogger mache ich schnell mal noch weg. Bam. So, auch hier nochmal alles mitnehmen. Und wieder zurück. Wahnsinn, wie viel Scheiß hier oben mittlerweile war, ne? 2 komplette Truhen, 2 Grabsteine voll. Mann, Mann, Mann. Ich hoffe, wir haben wieder ein bisschen Holz mitbekommen. Nee, haben wir nicht. Das ist schlecht. Weil die ganzen Truhen sind voll. Ich bin jetzt mal so frei, baue einfach mal fix eine Werkbank weg. Dann kriegen wir doch wieder 10 Holz. Ah, und jetzt haben wir keine Werkbank, um eine zu bauen. So, hier vorne. Ich drücke immer die falsche Taste, es tut mir leid. Ich zock gerade noch ein anderes Spiel und da ist das die Taste, um etwas im Inventar schnell von A nach B zu bewegen. Oh, ich höre Schläge. Ich höre Schläge. Nee, ich dachte schon, hier kloppt jemand voll aufs Portal ein. Mann, es tut mir leid. Da muss man sich erstmal wieder umgewöhnen. So. Das ganze Zeug. Mann, 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 haben wir wenig Platz. Lundi. Ansonsten sieht es erstmal ruhig aus. Aufregend, aufregend. Aber mittlerweile, der Puls beruhigt sich langsam. Schaut mal, wie viel Zeug dort auf dieser Insel lag, ey. Das kannst du auch keinem erzählen. So, komm, zack, 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 zack. Wir kriegen halt auch immer nicht so extrem viel in so eine Truhe rein. Ja, schaut mal, was hab ich denn? Ach, ich hab's gar nicht angezogen gehabt. Ah, nee, das ist die Eisenrüstung. Doch, hab ich. So, nee, Holz lassen wir mal noch, obwohl Holz kann weg, das weg, das weg, das weg, das weg.
Na, das behalten wir noch. So, und wieder zurück. Ja, ich glaube, wir haben das Gröbste überstanden. Zumindest kommt jetzt erstmal nichts Krasseres wieder nach. So, die Kiste noch und dann drüben noch unseren Grabstein. Und dann sollten wir es haben. Zack, zack, die beiden können wir wegnehmen. Jetzt müssen wir uns nochmal fix um die Schlundis kümmern. Da stehen immer noch zwei Trogger. Alles nehmen. Gut, drei. Ah, das gibt's nicht. Das gibt's nicht. Vor allem, wo kommen denn die auch immer her? Gott, warum hat das so wenig abgezogen? Bam. Das gibt's nicht. Ich sag's euch, wir sterben jetzt. Nein, natürlich nicht. Wir werden das schon schaffen. Lasst mal den Bogenschützen weg, der nervt mich am meisten. Ach komm, der hätte doch ruhig mal treffen können jetzt. Danke. Jetzt brauchen wir mal ein bisschen Ausdauer wieder. Wir den einmal blocken können. Und bam. Jawohl, wir haben's. So, drei Knochen sind da drüben noch drin. Hier sind schon wieder Schlundis am Start. Ich sag mal so, auf drei Knochen könnte ich notfalls noch verzichten. Davon werden wir jetzt nicht sterben. Lasst uns noch kurz die Ausdauer etwas regenerieren. Hier sind auch überall noch Schlundis. Ah, der wird uns jetzt bestimmt erwischen. Nee, doch nicht. So, wieder zurück. Noch eine Truhe gebaut. Ja, komm, wir holen jetzt auch noch die drei Knochen, oder? Was soll's, wenn, dann machen wir es gleich richtig. So. Und nochmal zurück. Dann können wir wirklich sagen, dass wir alles wiedergeholt haben und nichts verloren haben, außer eine ganze Menge Fertigkeiten. Das ärgert eigentlich am meisten. Ja, eine ganze Menge Ehre und Stolz haben wir auf jeden Fall auch verloren. Eine ganze Menge Mut, Seeschlangen zu bekämpfen, habe ich auf jeden Fall verloren. Und ja, eine ganze Menge Spielzeit. Aber effektiv war es auch mal eine Erfahrung wert, ein paar Mal hintereinander hier zu sterben. So, Schlundi, du kannst weggehen. Ich denke, es Bogenschießen. Obwohl, so dolle haben wir es nicht verbessert, wie wir es gleichzeitig durch die Tode verloren haben. So, ist jetzt gut. Der Schlundi gibt uns hier nochmal einen Blutsack. Den nehmen wir natürlich auch noch mit. Es ist irgendwie traurig zu wissen. Achso, Entschuldigung erstmal. Ich hatte letzte Folge vergessen, den Kommentar einzublenden. Das habe ich jetzt Anfang diese Folge nachgeholt. Fällt mir gerade ein, weil ich gerade auf unsere Silbernägel kam. Es ist echt traurig zu wissen, dass unsere Silbernägel irgendwo da unten liegen und wir einfach nicht rankommen. Weil man in diesem Spiel, warum auch immer, einfach nicht tauchen kann. Ich möchte jetzt nicht zu weit raus, nicht, dass doch noch eine Seeschlange kommt. Ah, und jetzt sind wir vergiftet. Das war so dumm von mir, einfach nur, weil ich hier lang gucken wollte. Es war einfach wirklich richtig dumm. 12 Sekunden Gift. Wir sollten es überleben. Aber ich mache die Schlundis jetzt noch platt, einfach nur, weil sie es verdient haben. Ja, schaut mal, ne? Ein so ein Schlundi bist. Wir haben noch 48 Leben. Du bist fast tot dadurch. Das ist so krass. Ach, und schaut mal, was da schon wieder nachkommt. Zwei Trogger. Den ersten Schlundi habe ich auch schon wieder gesehen. Ich weiß nicht, wollen wir unser Portal hier stehen lassen? Ich würde fast sagen, ja. Nehmen wir die Werkbank noch weg. Das Portal bleibt ja deswegen trotzdem stehen. Sag mal, wenn wir es verlieren, dann haben wir es halt verloren. Dann sind es zwei Sotlingkerne. Meine Güte. Aber dann haben wir trotzdem notfalls hier noch eins stehen, was vielleicht am Leben bleibt. Und können jederzeit mal wieder da oben zurück. Falls wir doch mal wieder auf Seeschlangenjagd gehen wollen. So, schaut euch das mal an. Wahnsinn. Einfach nur Wahnsinn. Das müssen wir jetzt erstmal in Ruhe wieder alles einsortieren. So, ich bin jetzt... Achso, mit dieser Rübensaat müssen wir gleich nochmal schauen. Was ist denn hier passiert? Ach, das ist die. Das sah gerade aus, als wäre so ein kaputter Pfosten vom Haus gewesen. So, wir gehen erstmal in die Rüstung. Und da packen wir das und das rein. Dann haben wir ohne Ende Trophäen.
Hier ist eine, hier ist eine. Wir haben Kette, Knochen und Blutsack. Kette, Knochen, Blutsack. Einmal Knochen. Kette ist, glaube ich, bei Sonstiges drin. Genau, hier haben wir auch noch den Schlamm. Den habe ich aber auch noch hier. Müssen wir auch mal noch umräumen. Blutsack, Blaubeeren. Dann haben wir hier oben noch ein bisschen was an Waffen. Das. Der Rest ist Werkzeug. So, Werkzeug, Werkzeug, Werkzeug. Obwohl die. Na gut, wir packen es jetzt erstmal in die Truhen. Dass wir hier eine kleine Grundordnung drin haben. Ach Mensch, bin ich froh. Ich konnte mich noch gar nicht so richtig drüber freuen. Wir haben es endlich geschafft. Weg von da oben. Und endlich wieder in der Basis. All unser Zeug wieder da. Wir haben prinzipiell auch eine ganze Menge Plus gemacht dadurch. Also an Items auf jeden Fall. Wir haben Himbeeren, Blaubeeren. Wir haben auch generell eine Menge an Blutsäcken, Innereien, Ketten. An sich ist das ein guter Kettenfarmspot da oben, weil die Zorngeister ja anscheinend ständig wiederkommen. Also wenn wir irgendwann mal Bedarf an Ketten haben, weiß ich, wo wir hingehen. So, ja, und ansonsten viel Kleinscheiß durch die ganzen Wege immer da hoch. Hat sich doch ein bisschen was angesammelt. Finde ich gar nicht so verkehrt. Ist jetzt erstmal ein bisschen langweilig, wir müssen es halt erstmal jetzt alles in Ruhe einsortieren. Das wird ein paar Minuten dauern. Ah, dann machen wir uns dann auf jeden Fall in der nächsten Folge spätestens wieder mal auf den Weg ins Gebirge, weil wir haben noch eine ganze Menge Gebirge zu erkunden. So, Samen hier. Uralte Samen und Löwenzahn hatten wir eine eigene Kiste, richtig? Da oben ist der gute Löwenzahn. Trophäen, Pilze, Blutsack haben wir noch. Blutsack. Haben wir hier noch ein paar Nixen-Dingers. Und vor allem noch rohes Fleisch und Pilze. Ah, sieht schon ganz gut aus, unsere Bestände. Kann man nicht meckern. Da hat sich echt was getan. Schaut mal in der Reihe noch. Da brauchen wir nämlich unbedingt welche. Ach nee. Was haben wir denn gebraucht? Disteln haben wir unbedingt gebraucht. Aber ich glaube, wir hatten auch eine ganze Menge davon jetzt. Wieder bei uns. Also genau für solche Aktionen muss ich sagen, ist Knochenwanst, die Knochenwanstfähigkeit halt echt Gold wert. Wir hätten es zwar in dem Moment jetzt gerade auch ohne Knochenwanst geschafft, aber trotzdem, das ist cool, wenn man einfach weiß, dass man erstmal 5 Minuten lang heftigst Schaden blockieren kann. So, wir haben wieder Schlamm, wir haben Samen. Was haben wir denn jetzt hier? Rübensamen. Kann angepflanzt werden. Ach so, wir haben einfach die Samen bekommen. Weil wir haben hier die normale Rübe gehabt. Okay. Das heißt, wir können die anpflanzen und wir können die mit dem Flug höchstwahrscheinlich auch. Jetzt verstehe ich's. Hatte ich vorhin einfach keinen Nerv dafür, in dem ganzen Stress darüber nachzudenken. So, haben wir noch irgendeine Trophäe? Nö. Also haben wir sozusagen bloß jetzt die Saat bekommen. Obwohl wir... Ne, wir haben ja aber die Rübensamen auch schon... Komisch. Wir haben ja die 3 Rüben rausbekommen, weil wir da Rübensamen reingepackt haben. Oder war das Rübensaat? Gibt es da irgendeinen Unterschied? Eigentlich müssten wir ja beides schon gehabt haben. Wir werden es rauskriegen. So, wir haben hier drüben noch ein bisschen Samen. Nee, wo habe ich denn die Samen? Hier habe ich sie, zack. Und dann packen wir hier unten mal noch die mit rein. Eine Innerei ist auch noch am Start. Wir können auch mal noch eine Suppe wegpacken. Dafür das Futter wieder hoch. Zack, in die Tränke rein. Ein bisschen Leder, ein bisschen Werkzeug, ein bisschen Waffen. Waffen. Werkzeug. Etwas Holz. Etwas Leder. Das ist schon Wahnsinn, was da oben alles rumlag von uns. Und hier haben wir noch ein Eisenerz. Zum Glück konnten wir das alles wiederholen. Stellt euch mal vor, wir hätten das für immer verloren gehabt. Oder das Spiel hätte sich ausgedacht, dass dein Grabstein nur vom letzten Tod da ist. Wenn du dann nochmal stirbst, ist der erste wieder weg. Hätte ja auch alles sein können. Dann wären wir ganz schön am Arsch gewesen. Da, 39 Disteln. Cool. Ja, und dann haben wir es fast. 2 Kisten noch.
Ich würde sagen, wir machen die noch schnell. Dann geht die Folge heute nochmal kurz in die Überlänge. Ah, dann können wir nächste Folge mit einem aufgeräumten Inventar starten. Und uns direkt auf den Weg machen. Ins Gebirge. So, die ganze Rüstung hier rein. Was haben wir noch? Trophäe, Innereien, Holz, Knochen. Wir haben Knochen. Wir haben Trophäen und Innereien. Zwei Trophäen. Moment, hier brauchen wir noch eine andere Kiste. Blutsack und Distel haben wir auch. Distel. Innereien. Wo ist der Blutsack? Hier drüben ist der Blutsack. Bam. Da hat man nämlich auch gar nicht mehr so viele von. So, Augenstein und Holz habe ich noch gesehen auf die Schnelle. Etwas Stein. Ein paar Augen im Inventar. Wer kennt's nicht? Immer mal ein paar Augen in der Tasche hat. So, Waffen. Bam. Haben wir es wieder leer. Ich meine, ich hätte auch eigentlich unser ganzes Zeug erstmal oben, was wir in der Schnellwahltaste 1 bis 8 haben, erstmal fix in eine Kiste packen können. Dann hätten wir mehr auf einmal transportieren können. Aber jetzt sind wir halt auch fast fertig. So, das und hier, bam, kriegen wir doch alles mit einmal weg, oder? Ach, ein einziges. Wer hätte es gedacht? Wie es immer so ist. Genauso wie vorhin schon. Der eine Knochen war noch im Grabstein und jetzt haben wir auch wieder eine Feder. Die zu viel ist. So, wir brauchen nochmal Rüstung. Und Rüstung und Rüstung. Wir brauchen nochmal Waffen. Bam. Im Moment, hier haben wir auch noch eine Rüstung. Ach ja. Unsere Rüstung ist voll, das ist schlecht. Ja, jetzt kriegen wir hier noch einen Angriff rein. Die klettern am besten jetzt gleich noch hier drüber und machen uns tot oder was? Ey, warum kommen die jetzt da lang? Das ist ja richtig Mist. Ey, das ist ja richtig Mist. Ja gut, da müssen wir an der Stelle doch erstmal Schluss machen mit der Folge, weil sonst wird mir das doch etwas zu lange hier. Kacke, dass die auf einmal hier langkommen. Wir machen nächste Folge mit ein paar Trollen weiter. Bis dahin. Macht's gut.